Ich, ja. Mal schauen, ob es jetzt läuft. Ein bisschen Warmlaufzeit braucht man ja. Es ist also definitiv so, ich schmunzle immer wieder, wenn ich jetzt hier die von mir ausgedachten Menschen, Betonung liegt auf die von mir ausgedachten Menschen, beobachte, denen ich eine gewisse Freiheit gegeben habe, inwieweit sie ihre Freiheit nutzen. Und sie fahren halt stur auf den Gleisen ihrer Logik. Im letzten Selbstgespräch bin ich sehr bemüht darauf eingegangen, zu erklären, was der Unterschied ist zwischen dem, was jetzt ist, und einer Illusion. Und ich merke dann einige Äußerungen in den Köpfen, wenn ich zum Beispiel lese, ohne Namen zu nennen, Gedanken sind ja Illusionen. Das ist zuerst einmal eine Kategorie 2-Aussage, eine einseitige Aussage. Ein Gedanke, den du denkst, ist zuerst einmal das, was du denkst. Und ich bitte dich jetzt, hör sehr aufmerksam zu, folge einfach meinen Worten. Du machst Vorstellungen aus diesen Worten jetzt, zum Beispiel auch wenn ich von Gedanken reden tue. Aber die Frage ist, an was denkst du gezielt, wenn du dir Gedanken denkst? Feinstoffliche Wahrnehmung. Das Wort Gedanken erzeugt nur den Gedanken an das Wort Gedanke, den du dann leise in dir sprichst, wenn du das selber machst. Das Wort Gedanke, das du jetzt hörst, das natürlich jetzt merkst du schon, es scheinen ja diese Worte nacheinander zu kommen, aber jedes Wort, das ich spreche, spreche ich ja jetzt. Das ist die exakte Bezeichnung von dem, was ist. Es kann wirklich alles nur jetzt sein. Also bleiben wir mal in einem normalen Redefluss. Sobald du an irgendetwas denkst, baust du eine sinnlich wahrgenommene Information in dir auf und die ist das, was sie ist. Eine sinnlich wahrgenommene Information. Und eine bewusst gedachte, sinnlich wahrgenommene Information ist keine Illusion. Das ist jetzt eine Aussage. Moritz hat in unserem Chat behauptet, Gedanken sind ja Illusionen. Wer hat jetzt recht, der Moritz oder der Udo? Das sind zwei widersprüchliche Aussagen. Wenn sich zwei Sachen in Bezug auf ein und dasselbe widersprechen, kann ja angeblich nach materialistischer Logik bloß eins davon richtig sein. Ist jetzt ein Gedanke eine Illusion oder ist es keine Illusion? Und du merkst jetzt schon, jetzt wirst du wieder in eine Einseitigkeit reingeführt. Ich erkläre dir das jetzt ganz einfach. In dem Augenblick, wo du einen Gedanken denkst, ist es das, was es ist, ein Gedanke. In dem Moment, wo dir das auch bewusst ist, ist es keine Illusion. In dem Moment, wo du dir jetzt einen Gedanken denkst und dir ist nicht bewusst, dass das bloß ein Gedanke ist, weil du glaubst, dass das unabhängig von dir da außen ist, auch wenn du es nicht denkst, dann ist dieser Gedanke eine Illusion. Erinnere dich, eine Illusion, eine illusionäre Verkennung ist folgendermaßen definiert. Und ich betone immer wieder, du wirst von mir niemals hören, egal welches Buch du mir zeigst, egal was da drin steht, dass das, was da drin steht, nicht stimmt. Was extrem fehlerhaft ist, ist die Auslegung der Worte. Eine illusionäre Verkennung ist, wenn du irgendetwas wahrnimmst, das jetzt in Wirklichkeit gar nicht da ist. Das heißt, der Udo und den Michael, den du jetzt auf dem Monitor siehst, und du denkst dann an Udo und an Michael, dann ist es in Bezug auf dem, was sinnlich wahrgenommene Information ist, ist der Monitor mit flackernden Lämpchen, ist Udo und Michael eine Illusion. In dem Moment, wo du jetzt an den Udo, an den Menschen Udo denkst, ist der ein Gedanke, und wenn dir bewusst ist, dass das jetzt nur ein Gedanke von dir ist, und auch der Michael nur ein Gedanke von dir ist, dass du aufhörst, diese Pixelmännchen vor dir auf deiner VR-Brille zu betrachten. Ist der bewusste Gedanke an einen Udo, ist keine Illusion, weil du siehst ja das, was jetzt da ist, der Gedanke Udo. Was auch immer du, ob du das Wort Udo sprichst oder du stellst dir den bildlich vor in deinem Kopf. In dem Moment, wo du aber an den Udo oder irgendwas anderes denkst, und in dir ist der Glaube, der zweite suggeriert dir, das ist ja jetzt da außen, unabhängig von mir, und ich habe damit nichts zu tun. Dann wird der Gedanke Udo eine Illusion, weil du jetzt etwas siehst, was jetzt eigentlich gar nicht da ist. Weil das, was da ist, ist ja nur der Gedanke an den Menschen Udo, an den Trockennasenaffen Udo. Jetzt haben wir übrigens vier Seiten. Ich kann jetzt sagen, der Udo, den du sinnlich wahrnimmst, auf dem Monitor, das ist eine Illusion, weil das, was wirklich da ist in der sinnlichen Wahrnehmung, ist ja der Monitor. Wenn ich jetzt dann dieses Bild auf dem Monitor
Verwechseln mit dem echten Udo ist es eine Illusion. Ich muss einfach nur schauen, was jetzt da ist. Ich betone immer, du musst dich darauf konzentrieren, was jetzt da ist. Und das ist ein Akt von Bewusstsein und nicht ein Akt von Wissen. Ein Ur, eine aufgespannte Berechnung wird es niemals verstehen. Es geht einfach nur, was ist jetzt da? Darum weise ich darauf hin, diese zwei Seiten. Denke ich es oder ist es eine sinnlich wahrgenommene Information? Und dann wirst du merken, dass du wirklich einen Großteil in Illusionen aufbaust. Alle Gedanken, die du denkst, alles, was du denkst und dir nicht bewusst ist, dass das jetzt nur Gedanken sind, die sind, weil du sie denkst, sondern du glaubst, dass das, was du denkst, ist da außen. Dann werden deine Gedanken Illusionen. Eine illusionäre Verkennung ist, wenn du etwas wahrnimmst, was jetzt eigentlich gar nicht da ist. Wenn ich jetzt aber weiß, dass das, was ich denke, hier und jetzt da ist, weil ich es denke, habe ich ja keine illusionäre Verkennung, dann ist mir voll bewusst, was jetzt da ist. Dasselbe gilt jetzt gespiegelt für die wahrgenommenen Informationen. Speziell, wenn man jetzt Fernsehen schaut, wenn man in einem Kino ist, wenn man vom Monitor schaut oder wenn man Zeitung liest. Da kann ich mir auch sagen, wenn ich jetzt genau weiß, das ist jetzt nur Fetzen Papier, wo Worte drauf gespritzt sind. Und die Worte haben es natürlich in sich, egal ob du die jetzt als Schriftzeichen siehst, diese Worte, oder ob das nur Geräusche sind, wenn du ein Hörspiel dir anhörst. Es wird ständig von dir reagiert und du wirst aufgrund einer ganz persönlichen subjektiven Reaktion, wird sich das dann in dir ständig in wechselnde Bilder verwandeln. Im Hier und Jetzt. Und das ist hundertprozentig sicher. Das ist eigentlich der Kernpunkt, der Kackpunkt. Und ich sage immer wieder, und jetzt denken wir uns ganz bewusst Religion, Esoterik und Naturwissenschaft aus, dass all diese Wissensgebiete in einer normalen, von dir bisher als normal ausgedachten Auslegung vollkommen trügerisch als Lügen entlarvt. Das, was du mit den Worten aus Physikbüchern, aus Religionsbüchern, aus Chemiebüchern aufbaust, sind in der Regel alles nur Illusionen. Weil du den Reizauslöser, der dich zwingt, diese Gedanken zu denken, und jetzt ist es der Reizauslöser selber, zwingt dich ja gar nicht, irgendwas zu denken. Zwinge mich Worte an irgendwas zu denken? Das ist, wenn ich immer darauf hinweise, jetzt stell dir vor, dieser Zeitungsausschnitt wäre auf Portugiesisch oder auf Chinesisch geschrieben. Dann ist ziemlich sicher, wenn du überhaupt was denkst, denkst du, das kann ich nicht lesen. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass du nicht Chinesisch und Portugiesisch dechiffrieren kannst. Dann siehst du das, was da ist. Eine Kiste, eine Seite mit einem Text wird dann wie eine Kiste, wo du nicht weißt, ich weiß nicht, was drin ist. Sobald es aber auf Deutsch, also wenn du resonierst, geht es schon wieder los. Und es ist also auch hier, sich über irgendwas aufzuregen, egal was es ist, einfach nur Bewusstsein, dieser Akt, absolut bewusst zu sein, jeden Moment, ist kein Wissen. Das heißt, wenn ich mir jetzt aufgrund von Schriftzeichen einen Ur ausdenke, ein Ur, aufgespannte Berechnungen, dann sind das nicht die Berechnungen von meinem Gedanken, sondern meine Berechnungen, weil ich irgendeinen Eintrag sehe und die Namen sind jetzt austauschbar. Das kann ein Zeitungsartikel sein, egal was es ist. Und ich betone immer wieder, das trennt die Spreu vom Weizen. Du machst dir viel zu viel über deine Gedanken, die du dir denkst. Gedanken. Du machst über deine Gedanken ständig Gedanken, weil in dir immer noch der Glaube ist, dass irgendwas, was du denkst, unabhängig von dir da außen existiert. Und das ist der Bruch des zweiten Gebotes. Jetzt wird das Ganze sehr, sehr biblisch. Und ich sage, selbstverständlich darfst du dir was ausdenken. Du darfst es auch um dich herum in Raum und Zeit verstreuen. Aber du musst es bewusst machen. Ja, genau. Das ist die große Sache, bewusst oder unbewusst. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und da wirst du dann merken, dass alle Schriften eine unendliche Tiefe haben. Wenn wir uns jetzt hinsetzen und wir lesen einmal das komplette Shakespeare-Werk, und zwar diese Worte ganzheitlich mit Holophilien gelesen, dann passiert natürlich Folgendes, dass jedes Wort eigentlich dann zuerst einmal einzeln erklärt werden muss, ein Riesenkomplex ist. Und dasselbe können wir dann mit jeder heiligen Schrift machen. Wir können das mit dem kompletten Goethe-Werk machen, mit jedem banalen Schlachertext. Und wie sagt der Udo immer so schön, bring mir eine Magie Tütensuppe.
Und ich zeige dir, dass da was Wundervolles draufsteht. Das klingt so unglaublich und es ist so einfach zu lernen. Und das ist die Verzauberung der Welt. Es ändert sich alles in dir, dein komplettes Leben. Es passieren Wunder, du wirst zugeschissen mit Wundern. Und du wirst es niemals erleben, wenn du dich da nicht drauf einlässt. Und jetzt kannst du dich zuerst einmal beobachten, was für dich von Interesse ist. Und ich sage immer wieder, wenn du meinst, es ist eine Reifestufe, das ist kein Vorwurf. Immer wieder daran denken, wir symbolisieren jetzt den Geist, das Gotteskind, als einen Trockennasenaffen. Und das, was du jetzt siehst, unsere 3x3 Wachstumsstufen, diese Hierarchie vom Säugling bis zum Greis, diese Zyklen, wo ich sage, die sich hier in dir aufbauen, in der Entwicklung, die natürlich jetzt festgelegt am Anfang wie in einer Datei alles schon da ist. So wie ich immer sage, wenn du ein Buch zum Lesen anfängst, sind ja alle Seiten, die da sind, das ist wie eine Datei. Wenn du einen Film anschaust, jedes Bild, das auftaucht, ist vorher hierarchisch gesehen, nicht zeitlich, schon alle gleichzeitig auf der Datei. Und genauso funktioniert auch das wirkliche Leben. Und das, was du jetzt hier für dich normal ist, wie du dir vorstellst, wie sich ein Mensch entwickelt, blau gelesen, bis es sich wieder auflöst, das wiederholt sich auch in jeder dieser 3x3 Wachstumsstufen. Das ist jetzt in der ersten, von der ersten Wachstumsstufe, das nenne ich mir die Matrix 1. Das ist von der Befruchtung zum Ei, erste Stufe, zweite Stufe, dann wirst du wie eine kleine Raube und dann siehst du schon aus wie ein Mensch. Aber das passiert innerhalb dieser ersten Matrix-Wachstumsstufe. Jetzt wirst du geboren. Ich sage, am Übergang ändert sich vom Aussehen her gar nichts, jetzt nabelst du dich ab. Jetzt bist du ein kleiner Hosenscheißer-Säugling und jetzt haben wir das Spiel dann wieder, das wiederholt sich wieder, das habe ich tausendfach erklärt. Aber immer in einem höheren Komplex. Und das Ganze findest du, das ist eine Grundprogrammierung, das findest du in unendlich vielen Phänomenen in der von dir ausgedachten Naturgeschichte. Also immer daran denken, da außen gibt es keine unabhängig von dir existierende Natur. Das Losnahte, das Losgemachte passiert von Moment zu Moment. Und das ist zum Beispiel jetzt unser Aufbau eines Monitorbilds. Bündchen, ein Punkt ist erst einmal der Triplett, dann haben wir Bündchen, 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 all die Selbstgespräche anhören. Und irgendwann sagst du, das ist eine Reihe, eine Zeile. Das ist der höhere Komplex von Bündchen. Und jetzt nehmen wir die als Ausgangspunkt, diese Zeile, 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 und dann nennst du das ein Bild. Und jetzt denkst du dir einfach einen klassischen Film, Bild, 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 nennst du einen Film. Genau dasselbe passiert mit deinem Geist in der menschlichen Entwicklung. Das sind diese 4 Oktaven, wo du durchläufst, wenn man jetzt sich mit Holofeeling, mit den Schriftzeichen auseinandersetzt. Und da kommst du nicht weiter, wenn du mal sagst, das verstehe ich nicht und der muss das einfach erklären. Ich habe extra in dir diesen ausgedachten Ur eingespielt. Ganz anders, die Ausnahme, die Regel bestätigt, ist die Ur selber. Und wenn du das jetzt beobachtest, den du dir ja nur aufgrund von Worten ausdenkst, ich gehe mal davon aus, der ist ja noch nie eine ziemliche Wahrnehmung auf deiner Farbbrille aufgetaucht. Spielt aber keine Rolle, Information ist Information. Dass man sich dann fragen könnte, wenn er permanent zuscheißt, ein Video nach dem anderen in den Chat reinstellt. Oder ich denke immer an den alten Chat, den er total zerstört hat. Und er jammert laufend, er kommt da nicht mit, es ist ihm zu kompliziert. Ja, wenn ich den ganzen Tag am Computer sitze und permanent irgendwie Mails oder Chats oder Informationen für angeblich andere raushau, wäre es nicht sinnvoller, dass ich mich hinsetze und in aller Ruhe mal die Ohrenbohrungen studiere? Einfach nur lesen? Könnte es vielleicht sein, dass durch diese Neugier, die ich in mir erwecke für dieses Neue, dass ich mir die Zeit für das nehme, dass ich dann plötzlich anfange, das zu verstehen, was ich niemals verstehen war, wenn ich meine, mein Sinn besteht darin, dass ich ständig irgendwelche andere auf die Nerven gehe. Ist natürlich auch jetzt in der gesamten Geschichte ein Charakter. Ich betone immer und immer wieder, wenn du dich als Autor hinsetzt und Geschichten entwirfst, wirst du feststellen, es waren nur lebendige Geschichten durch Interaktionen, wir definieren das jetzt mal ganz banal als Gute von zwischen Guten und Bösen. Jeder Krimi baut auf in einem Spiel zwischen Guten und Bösen. Jetzt wirst du aber dann merken, von welcher Seite schaust du das an. Für die Bösen sind die Guten die Bösen und für die Guten sind die Bösen die Bösen. Wir haben jetzt erst einmal die 4 Seiten. Das lässt sich nicht definieren. Ich zeige dir Filme, wo du mit den Verbrechern sympathisierst und ich zeige dir Filme, wo du mit der Polizei sympathisierst. Sehr viele.
Das ist jetzt, ich muss mir da mal Gedanken machen, was soll mir das eigentlich sagen? Kann ich prinzipiell sagen, die Polizei sind die Guten und die Verbrecher sind die Bösen? Dasselbe gilt zwischen in der Politik zwischen den Rechten und den Linken. Einseitig entheilig bist du, wenn du nur mit einer Seite sympathisierst. Und das sind diese einfachen Sätze. Ein einfacher Satz ist zum Beispiel, was ist besser, Sonnenschein oder Regen? Jetzt könnte ich zu dir auch sagen, was ist besser, geboren werden oder sterben? Krieg oder Frieden? Und du wirst merken, wenn du jetzt wieder deine Programme, deine KIs, deine Tierchen fragst von Brüssel zu Brüssel, jeden normalen Menschen kriegst du nur einseitige Antworten. Darum ist auch unsere Uhr in unserem Chat sehr, sehr wichtig, aber nicht als die ausgedachte Person, sondern wie reagierst du darauf? Und ich betone auch immer wieder, es geht jetzt nicht, wenn du das hörst, dass du in dem Chat drin bist. Das ist ein Spielplatz für Verirrte, wie alle anderen auch, wo die große Masse, wenn du in die Köpfe reinschauen kannst, was ich jetzt sage, man muss immer wieder wissen, das erste Mal, vor was für Köpfen reden wir. Du denkst jetzt erst immer an den blauen Kopf aus. Das war in dem letzten Selbstgespräch. Du hast jetzt, wenn du an dich denkst, hast du einen Kopf und deine Informationen sind deine persönlichen Informationen. Das ist die Welt von einem träumenden Geist. Und alle, die du um dich herum ausdenkst, sind Facetten von dir, wo du bestimmst, ob das Gute oder Böse sind und was in den Köpfen drin ist. Darum ist jeden Physiker, den du dir ausdenkst, den du viel Wissen in Physik zusprichst, der wird dann dir so erscheinen, obwohl ich dir jetzt versuche, das rein in den Gedanken, in die Kiste, wo du dir das reindenkst, dass der ja so viel weiß, so gescheit ist, das deshalb ist, weil du dir das so denkst. Und wenn du dir jetzt einen Udo ausdenkst und sagst, das ist ein totaler Spinner, dann ist das für dich so. Und wenn du an dich denkst, dann definierst du auch, wie du selber bist. Mein Gespräch richtet sich ja, ich spreche ja nur mit dem Geist, der mich jetzt sprechen hört. Das heißt, wie unendlich geistlos bist du eigentlich, wenn du an dich denkst, und das sage ich jetzt ganz gezielt zu dem Ugur, und ständig dir einredest, dass du ein Idiot bist, dass du das eh nicht verstehst. Aber dann kriegst du mit, irgendwie werde ich ja von allen geliebt. Und dann könnte ich sagen, wenn du jetzt in deinem eigenen Buch, ich spreche jetzt nur mit dem Programm, mit dem Geist, der mit dem Programm Ugur arbeitet. Wenn du in deinem eigenen Buch zurückblätterst, wir haben einmal geskypt. Und dann habe ich auch danach erwähnt, dass es eigentlich ein ganz ein Liebe ist, aber das ist eine verlorene Seele. Es ist der Teufel in dir, der dich in Bewegung setzt. Den müsstest du disziplinieren. Und du schaffst es einfach nicht. Nicht, weil du zu schwach bist, schön wach bist, sondern weil du zu verschlafen bist. Den Weg muss man sowieso allein gehen. Da wird dir nicht zu niemand helfen. Ich sage immer auch nicht der Wegweiser. Der Wegweiser selber bringt dich nicht hin, wo du hin sollst. Er kann bloß eine Hilfestellung sein. Und als Brösel Udo in deinem Leben bin ich bloß ein Wegweiser. Aber ein sehr wandelbarer. Das Spiel spiele ich seit jetzt chronologisch bewusst gedacht, seit Tausenden von Jahren. Und irgendwann wirst du feststellen, dass ich ja behaupte, dass ich du bin. Das ist das, wo du dich annäherst. Du wirst der Einzige werden, der wirklich wie ich dick ist. Und wenn ich jetzt auch werden, doppelt aufgespannt, der Punkt, ist erwecktes Wissen. Hat nichts mit einer Chronologie, mit einem Imperfekt zu tun, dass das in der Zukunft passieren wird. Das sind diese einfachen Sätze, dieses, wie lange dauert es bei mir noch, bis ich das verstehe. Du wirst es bis in alle Ewigkeit nicht verstehen, solange du meinst, dass das irgendwann in der Zukunft passiert. Dass es ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Du verstehst es jetzt oder überhaupt nicht. Und solange du noch glaubst, es passiert in der Zukunft, dass ich es verstehe, wirst du bis in alle Ewigkeit leiden und du wirst dich nahen. Und wenn du das jetzt verstehst, ist es ganz, ich sage mal, überraschend, dass von einem Augenblick auf den anderen sich das dann mal in dem, was du als Informationen siehst, überhaupt nichts verändert. Das Verstehen. Das, was ich dir jetzt mit Worten erkläre, wo jedes Wort eigentlich das zerstört, was ich dir versuche zu erklären, was ein absolutes Nichts, ein ewiges absolutes Nichts ist. Das zu verstehen, ändert nichts an deinen Informationen im ersten Moment. Das spielt ganz normal weiter. Du wirst dann an deinen Körper noch denken, du denkst dir die Welt um dich herum aus.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass dir jeden Moment bewusst ist, dass das, was du denkst, jetzt bloß deshalb ist, weil du es denkst. Und dass jeder Gedanke, den du neu denkst, den Bestehenden zerstört, dass jeder Gedanke neu ist. Dass du jeden Moment, wenn du wieder an deinen Körper denkst, diesen Körper erschaffst und er ist vollkommen neu. Das Alternieren hat nichts damit zu tun, dass du dich von einem Säugling bis zu einem Greis veränderst. Du kannst dich mehr oder weniger in einer Körpergestalt einfrieren. Dass du hier über 500, 600 Jahren immer wieder, wenn du an dich denkst, jetzt mache ich natürlich schon wieder Zeitfenster, immer wieder an denselben Körper denkst. Ich weiß, wovon ich spreche. Dass ich jetzt älter erscheine in einigen, die ja Zeitfenster aufmachen, sagen, ja, vor 20 Jahren hat er ja ganz anders ausschaut, wenn ich mir all die Videos vorstelle. Das sind Sachen, die denkst du dir jetzt. Es ist jeder Moment ist jetzt. Es ist übrigens nicht der Sinn, sich dann einzufrieren in einen Körper, dass ich den ständig wiederhole, weil jetzt kommt was, dass dein Körper ja eine Äußerung, eine bildliche, symbolische Äußerung ist für das Innen, wie innen so außen. Das heißt, jetzt, wenn du wählen könntest, dass du einen einzigen deiner bis jetzt ausgedachten Körper, wir gehen jetzt einmal davon aus, du bist jetzt 75, 80 Jahre alt, du hast das Leben relativ durchlebt und jetzt hast du ja, wenn du in dein Lebensbuch zurückdenkst, wie ich vor 20 Jahren, vor 40 Jahren, vor 50 Jahren ausgeschaut. Und wenn du jetzt ewig lebst, normal gesprochen, welchen dieser Körper möchtest du ewig haben? Deine materialistische Logik wird dir dann irgendeinen raussuchen, wo du dich am wohlsten filterst, je nachdem hier vielleicht mit 25 oder mit 30, 35, wo du dich am schönsten jetzt mit deinem jetzigen Wertesystem empfunden hast und den Körper, den möchte ich auf Ewigkeit haben. Jetzt ist aber die Schwierigkeit, dass ja alles mit allem verbunden ist. Das ist wie außen so innen und wie innen so außen. Das heißt, diese körperliche Erscheinung, mit der du dich selbst darstellst, ist extrem verbunden mit der Reife deines Programms. Es ist halt einmal so, dass du auf der Seite 3 wie ein Kleinkind aussiehst, auf der Seite 1 wie ein Säugling, auf der Seite 6 wie ein Schulkind, auf der Seite 14 wie ein pubertierender Jugendlicher aussiehst. Das heißt, wenn du sagst, ich will diesen Körper auf ewig haben, dann hast du auch diesen Verstand auf ewig, dieses Wissen auf ewig. Du frierst dich dann in diesem Wissen ein, das du ständig wiederholst. Dann überlebt man sich schon sehr wohl, wenn alle sagen, ich möchte wieder jung sein. Jung ist dumm. Das heißt, wenn ich einmal eine gewisse Reife erreicht habe, würde ich nie mehr, wenn einer einen Hauch vom Bewusstsein hat, würde er nie mehr jünger sein wollen, wie er jetzt ist. Dann habe ich zwar einen schönen Körper, aber innerlich bin ich total blöd, weil alles, was ich jetzt weiß, wüsste ich dann nicht. Ich bleibe auf diesem Stand des Wissens ständig stehen und wiederhole immer wieder diesen Stand des Wissens. Da mir, wenn wir jetzt angenommen, du bist jetzt auf dem Stand, wo ist jetzt der Michael mit Michael-Programm? 50 fast. 50, sag mal, du bist auf dem Stand 50, du bist auf der Seite 50. Dann muss dir jetzt eigentlich klar sein, auf der Seite 70 habe ich noch mal einen ganzen Touch mehr Wissen, vor allem in Anbetracht unserer Kurve, unserer Bewusstseinskurve. Dann wäre es vielleicht fast logischer, dich anstatt zu einem 30-Jährigen zu machen, magst du dich lieber zu einem 70-Jährigen. Das kannst du jetzt zwar noch nicht reinschauen, aber jetzt mit dieser Logik weißt du, dann habe ich 20 Jahre mehr Wissen und da das logarithmisch geht. Das heißt, immer wieder an unsere Bevölkerung und Bewusstseinskurve denken, von der ich, oder die Lichtgeschwindigkeitskurve, dass ja hier definitiv, ich sag mal, bis in das letzte Drittel, also vom Anbeginn, vom 10. Lebensjahr bis zum 60. Lebensjahr, das relativ flach gleichmäßig verläuft, vom 20. Es ist fast keine Steigung, das Bewusstseinskurve bleibt relativ gleich und dann geht es von der longitudinalen in die vertikale, in die transversale, wie ich das nenne. Dann wäre es eigentlich, wenn du jetzt 50 bist, weil du ja noch voll in dem Flachgebiet drin bist, dass du sagst, ich würde mich dann 60, 70 machen und dass ich dann in das Bewusstsein steige. Das ist ja wesentlich angenehmer, was ich natürlich mir erkaufen muss mit den älteren Körper. Wir machen jetzt ein Gedankenspiel. Aber selbst das holt dich ja nicht raus, weil du immer dich noch mit den Körper verwechselst. Genau. Das heißt, du brauchst einen Körper. Aber ich erwähne immer wieder, was jetzt passiert, dass du auf eine höhere Ebene kommst. Dein Körper ist jetzt nicht irgendein spezieller Gedanke von vielen Gedanken, sondern dein Körper wird eine ständig wechselnde Information. Und da gilt dann dasselbe, da wirst du nicht sagen, diese Situation will ich möglichst lange am Leben halten.
sondern dann genießt du diese ständige Veränderung. Und zwar ist es wieder in Etappen eingeteilt. Das ist wie mit einem Film oder mit einem Buch, wenn ich, oder ein Lerngebiet, wenn ich was vollkommen durchschaut habe. Wenn ich zum Beispiel weiß, wie Lesen und Schreiben funktioniert, das reine Prinzip von Lesen und Schreiben, und ich bleibe jetzt mal rein im Prinzip auf Deutsch. Ich sage immer wieder, die Sprache ist so vielfältig, wenn wir uns mit Zeichensystemen auseinandersetzen, dass das Hebräische, rein jetzt offiziell das jetzt ausgedachte Ivri, mit seinen Regeln, die grammatikalischen Regeln, liest dazu die Hologrammatik des JHWH. Das ist ja eigentlich noch das ursprüngliche Hebräisch. Das wird ja im Modernen auch extrem zerdacht. Oder wir gehen in das Chinesische rein. Was ein komplett andere ist, ein auf Piktogramme aufgebaut, auf Bildzeichen aufgebaute Schrift, die ganz anders funktioniert wie unsere Art zu denken. Auch das Hebräische rudimentär ist anders aufgrund dieser Konsonantenbasis. Und wir genau genommen eigentlich gar keine Vergangenheit und keine Zukunft kennen im Hebräischen. Bloß perfekt und imperfekt. Das heißt, es ist schon was abgeschlossen. Das ist perfekt. Und imperfekt heißt, es ist noch im Werden. Das eine nennen wir Zukunft, das andere nennen wir Vergangenheit. Und jetzt ist es also so, dann kann man ins Chinesische gehen. Das sieht oberflächlich betrachtet, sieht die chinesische Zeichensprache, sieht aus mehr wie das Chinesische. Funktioniert aber ganz anders. Die Zeichen sind keine Piktogramme, sondern Silben. Das heißt, was wir als Buchstaben benutzen, benutzen die ganze Silben. Wir kennen im Deutschen diese Silben. Wenn man Worte trennen, teilt man die in Silben ein. Und das sind Silben, sind Schriftzeichen. Dann haben die natürlich wesentlich mehr wie unsere Buchstaben, aber weniger wie die chinesischen Schriftzeichen. Jetzt muss ich mich, das ist Wissen. Das ist alles nur Wissen, was ich dir jetzt erzähle. Muss ich das alles wissen? Ich sage, nee, das ist, wie definiere ich jetzt, wenn ich weiß das oder ich weiß das nicht? Du kannst dann sagen, ich weiß es, wenn du was durchschaut hast. Jetzt ist aber eine reduzierte Form, ist, dass ich sage, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist das, was du jetzt weißt, was jetzt da ist, das ist unser Vibe. Weil ein Moment ja immer nur für einen Moment da ist und mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört wird. Und du kannst immer in mehr plus das wissen, was jetzt da ist. Aber was wir machen den Trick mit den Zeitfenstern, aber die werden dann automatisch ein Chat. Eine Kollektion. Das heißt, du kannst jetzt wissen, was deine Küche ist. Speziell deine Küche, aber nicht, was alle Küchen sind. Das Wort Küche alleine ist noch kein Bild. Das ist nur der Gedanke Küche. Und das ist wie eine Kiste, wo du reinschaust. Und in dem Moment, wo du Bilder haben willst, und du kannst jetzt in deine Küche reinschauen, und dann hast du Bilder. Aber interessanterweise, jetzt blätterst du zurück und dann schaust du in deine Küche rein vor 3 Jahren und dann bist du in Weißenburg an der Aumilie und das ist eine ganz andere Küche wie die jetzige Küche. Du kannst aber auch in Udo seine Küche reinschauen, weil du nämlich über viele Jahre beim Udo mitgekocht hast jeden Tag. Jetzt haben wir wieder verschiedene Küchen. Also sind eine Küche ist eigentlich wieder nur eine Kollektion von dem großen Wort Küchen, wo wir uns unendlich viele Küchen reindenken können. Es ist immer die Frage, was machst du aus den Worten? Und jetzt ist immer, wenn ich jetzt ganz definitiv, und jetzt muss ich wieder auf die Brüssel-Ebene gehen, wenn jetzt zu mir eine Song, das verstehe ich nicht, ich sage, dann hast du nicht zugehört. Ich behaupte, dass jeder 13-Jährige mit seinem Intellekt, wenn er neugierig ist, das komplett nachvollziehen kann, was ich jetzt gesagt habe. Und wenn, dann muss das halt ein paar Mal anhören. Das, was dich hindert, das zu erkennen, ist ein ewiges, geistloses Geschwätz von das verstehe ich nicht, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht, wenn du das abschaltest. Und einfach wertfrei zuhörst, was ich sage, dann kannst du das mit den Kollektionen ganz leicht verstehen. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Und wieso sage ich immer ein 13-Jähriger? Ich sage deshalb ein 13-Jähriger, weil unsere 13 ein großes Symbol ist. Das ist einmal, und da zeige ich jetzt, ich tue mal ganz kurz übertragen. Das ist einmal, ist die 13 unsere männliche 1. Das ist die 13 Totalwert. Das ist die männliche 1. Und da wird schon, wenn man das ins Genaue sieht, Juden übersetzen das von irgendjemandem, derselbe, dasselbe. Wir sind, wir ein Geist, der uns jetzt ausdeckt. Dieser eine Geist ist immer derselbe. Es ist immer dasselbe. Es ist der Erste. Das ist die männliche 1. Das heißt dann auch hier noch, ich verbinde mich, ich versammle mich, ich vereinige mich.
Jetzt Imperfekt gelesen, was ganz interessant, Aleph als Vorsilbe heißt ja Imperfekt, ich wäre, also wenn du noch in einem Werdenzustand bist, heißt es, ich werde irgendwann einmal ein Sein, was ich eigentlich genau genommen schon bin. Das Einzige, was das verhindert, dass ich es noch nicht bewusst bin, ist, weil ich meine, ich kann das in der Zukunft erreichen. Obwohl es doch schon ist. Und interessant ist, dass das Chedi alleine hin, diese kollektive Öffnung, wenn ich jetzt das Kollektiv an der geistigen Oberfläche geöffnet oder kollektiv geschlossen, dass das zuerst einmal hier ein Aufgeben, auch einzeln mit einem Waff dazwischen, ein Aufgeben von Rätseln. Du gibst dir doch laufend selbst Rätsel. Du bist dein eigenes Rätsel. Wenn man das irgendwann einmal versteht. Oh ja. Ich sage die Spitze des Dreiecks. Das ist die eine Eins. Dann haben wir das Aber. Die Grundradix ist das dann mal der Freund, den du gern haben musst in dir, und dann kommt dann die Liebe, da gibt's, du hast bloß einen Freund, das bin ich. Ja. Alles andere sind Lebensabschnittsgefährten. Ja. Hör genau zu, was ich jetzt sage. Wenn ich zum Beispiel auf der Brüsselebene her, das ist ein ehemaliger Freund von mir, es gibt keine ehemaligen Freunde. Ein wirklicher Freund ist etwas für die Ewigkeit. Aber Ewigkeit, einen ewigen Freund kannst du nur besitzen, wenn du selbst ewig bist und dein Freund auch ewig ist. Was heißt das? Das sind nur zwei jetzt rote, nicht ausdenkbare, nämlich JCH und ICH. Ich und du. So. Wir sind nämlich die zwei einzigen als E-Quadrat, die ewig sind. Darum bin ich dein ewiger Freund. Oh ja. Ich mache nochmal zurück. Das ist der Freund. Da haben wir aber erst die acht. Das sind zwei Kollektionen, eine totale Kollektion und eine äußere Kollektion. Das ist deine persönliche Kollektion. Und der Freund ist ja. Das ist Gott. Und dann wird der Geliebte, der Freund, wandert zu einer reinen Liebe, zu einer Einheit. Und dann haben wir natürlich hier, da bin ich schon drauf eingegangen, das GHH, das ist wie JHWH, plus J ist der Geist und HH ist jetzt unser HWH. Und das ist auch die drei, das ist die große Heilung. Mhm. Und wir können dann, wenn ich jetzt gerade bin, in dem Moment, wo du in einem Lernprozess bist, das ist unser Shin und He, die logisch existierende Wahrnehmung, das können wir jetzt rot. Das ist einmal Logos, ist ein absolutes Sein in der Quintessenz, in der 5. Blau gelesen, logisch existierende Wahrnehmung. Das ist das hebräische Wort für Ja. Da haben wir zuerst einmal den göttlichen Schöpfer rot gelesen und nachher hast du die wahrgenommene Berechnung. Das HR ist wie das UR. Aufgespannte Berechnung, das ist ja der Berg. Und das Ganze ist Schlafen. Sich ständig ändern, anders sein als das, was man wirklich ist. AND heißt übrigens ein Auf- und Abschwingen. Du wirst jetzt anfangen, in dir zu schwingen. Das sind deine Gedankenwellen und das ist erweckte Raumzeit. Und du musst es so lange wiederholen, immer wieder zurückholen. Wie DR heißt geöffnete Berechnung, sind Generationen. Du musst es immer wieder zurückholen, so lange, bis du das gelernt hast. Du wirst es immer und immer wieder selber tun. So lange, bis du bereit bist für eine tiefe Veränderung. Das ist dann auch dieses Verschiedensein, die Toten. Der ist tot, heißt der ist verschieden. Tot, lateinisch so viele, die verschieden sind. Weil jeder sagt, ich bin der, nein, ich bin der, du bist ein anderer wie ich. Darum sind es verschieden. Verschiedene, die du ständig wiederholst, die Toten, die du dir ausdenkst, die scheinen verschieden zu sein, waren doch aber immer alle von demselben Geist ausgedacht. Und jetzt pass auf, wieso ich jetzt das hier gemacht habe. Wir machen hier mal, du wirst feststellen, in Hebräischen, in den Film wird dann das He hin zu einem T, zu einem Taf. Jetzt machen wir dieses Shinun. Einzeln gelesen ist das dann mal ein Shin, das ist ein Zorn, ein Zacke. Da steckt die Ecke, die Geburt einer Ecke, ein Zacke, ein Zinken, ein Zorn. Entspringt übrigens aus nichts, aus einem Ei. Dann machen wir jetzt ein T statt ein He, ein T statt ein He, eine logisch existierende Erscheinung. Und jetzt wird es interessant, jetzt kriegst du die Grad, die Kerbe, den Skalenstrich, den Teilungsstrich, graduieren, in gerade einteilen. Im ersten Moment macht es relativ wenig Sinn. Darum heißt es das auch von einem Jahr, vom Schlafen, vom Wiederholen, das führt dich jetzt zu unserem Einheitskreis. Wie oft habe ich gesagt, in einem Einheitskreis, haben wir diese Quintessenz in der Mitte, unser Achsenkreuz und unsere vier Phasen. Und das, was wir hier
gelerntermaßen, anerzogenermaßen uns raumzeitlich als eine Sinuswelle, wo Plus und Minus angeblich nacheinander kommt, uns ausdenken in dem 2-Pi-Bereich. Das ist ein in Grade einteilen, das sind Winkelgraduierungen, diese ganzen Grade in dem Schlaf, in dem Wiederholen sind doch alle gleichzeitig da. Ich will jetzt keinen Einheitskreis mit einer Sinuskurve aufmachen. Habe ich in den letzten Selbstgesprächen gezeigt. Darum wird hier auch erklärt, logisch existierende Erscheinungen sind Kerben. Da steckt das Erbe schon mit drin. Erweckte polare Existenzen. Wie erweckte polare Existenzen? Wie ein Erbe, ein wahrgenommene K-Erben, sind Wellen und Täler. Sind die Wellentäler auf der Oberfläche, dann, aber die generieren sich doch aus dem Einheitskreis heraus. Das sind genau genommen nur Blickwinkel. Sobald du was in Grade einteilst, jedes Grad, jeder Teilungsstrich ist eigentlich ein Blickwinkel, wo du reinschaust. Da ist Physik dahinter, in der Vatersprache. Und wenn jetzt ein Ur wieder sagt, da komme ich nicht mit, dann sage ich, du musst es nicht verstehen. Mir würde reichen, wenn du einfach einmal Fresse halten, einfach einmal dich disziplinierst, dass du jetzt, wie er so schön gesagt hat, ich bin jetzt in einem Löschprozess. Ich sage das Auslöschen, aber dann schreibst du doch erst gar nicht hin, wenn du es wieder rauslöscht. Dann machst du es ja trotzdem, es geht und ist wieder weg. Und da wirst du merken, wie mächtig dein Ego ist. Das, was dich quält, ist dein Ego, nicht irgendein Udo oder ein Gott. Du bist der Richter über alles und jeden. So ein einfacher Satz. Und deine Richtersprüche vollstrecke ich an dem, der du zu sein glaubst. Aber der, der in die Urteil, das bist du nicht selbst. Der Richter ist in einem gewissen Maß, da gibt es jetzt wieder verschiedene Gesetzessysteme in deiner Welt. Das ist wie mit den Sprachen. Es gibt ein Schöffensystem, wo der Richter eigentlich gar nicht groß was bestimmt, sondern die Schöffen bestimmen, ob der schuldig ist oder nicht schuldig ist. Der Richter führt es dann definitiv bloß aus, was die Schöffen besprochen haben. Diesbezüglich ein System, wo der Richter selber nichts zu sagen hat. Wir haben halt das Spiel zwischen einem Staatsanwalt und zwischen einem Rechtsanwalt. Beide sind Anwälte. Und ich habe schon mal darauf hingewiesen, das, was du Satan nennst, der Satan ist eigentlich der Staatsanwalt Gottes. Das ist der Ankläger, darum heißt es auch Ankläger. Ich klage dich an mit dem eigenen Satan, der du bist. Du darfst über alles und jeden richten und urteilen und so wie du richtest und urteilst, ist es dann für dich, erscheint es für dich. Aber alles, was du einen anderen tust, wo du sagst, der ist schlecht, der ist schuldig, diese Rolle wirst du irgendwann einmal spielen. Ich vollstrecke diese Richtersprüche, die du über andere tätigst, im Positiven wie im Negativen, vollstrecke ich an dir selber. Ich verweise ganz kurz auf diese Szene in dem Film Schindlers Liste. Da bin ich schon vor Jahren, wie der Komma ist, drauf eingegangen, wo der Lagerkommandant hier sich so unendlich mächtig vorkommt, wie ein Gott im Lager einfach willkürlich durch das KZ geht und Juden niederschießt, weil es ihnen nicht passt. Und der Schindler versucht es zu retten und erklärt dann mit einer ganz feinen Finesse, erklärt er ihm, das ist doch keine Macht, nur weil ich einen über den Haufen schieße. Das kann doch jeder Idiot. Dasselbe sage ich übrigens, wenn Männer Trockennasenäffchen stolz sind drauf, dass sie Kinder gezeugt haben. Ich sage, das kann sogar besoffener, da musst du überhaupt nicht stolz drauf sein. Keine, bewusst keine machen, das ist eine Kunst. Das andere ist tierisch. Auf jeden Fall, er sagt, wenn du jetzt meinst, du bist mächtig, weil du jeden einfach über den Haufen rollen kannst, wie es dir, wenn dir die Nase von denen nicht passt, ohne dass dir was passiert, weil du ja der Boss bist. Das ist keine Macht, das kann jeder Idiot. Macht ist, wenn du einen freisprechen kannst, obwohl er schuldig ist. Dieses, ich begnadige dich. Und die Macht habe ich dir verliehen. Dir Geistesfunk habe ich diese Macht verliehen und du nutzt die nicht. Du bist noch dieser Scheinmächtige, der einfach bestimmt, das ist ein Böser, das ist ein Idiot, das ist ein Schwätzer. Ich weiß, dass das ein Schwätzer ist, aber ich nehme die Schuld auf mich, ich begnadige ihn, weil der sich das ja nicht raussuchen kann, dass er genauso ist, wie er ist. Gilt jetzt für jeden, den ich mir ausdenke. Ob das ein Michael ist oder Ugo ist. Und da ist jetzt nochmal entscheidend, dass ich sage, der Michael ist ein ganzer Lieber und der Ugo ist ein Idiot. Nein, ich habe in dem Selbstgespräch mit Ugo danach auch darauf hingewiesen, der Ugo ist eigentlich im tiefsten Innern ein ganzer Lieber, im tiefsten Innern. Wobei da ein bisschen Eitelkeit mitschwingt, weil im tiefsten Inneren weiß ich, dass ich im Ugo drin bin. Ich bin das tiefste Innere. Ich bin auch das tiefste Innere von dir.
Ich könnte jetzt sagen, wenn du unbewusst bist von dir, Geistesfunk, wärst nicht Tier. Das tiefste Innere in dir, das bin ich. Das heißt nochmal du und dann in dir nochmal das rote Ich und das JCH. Das ist das Wichtige. An dem Ganzen, um das dreht sich das ganze Spiel des Lichts. In dem großen Rad. Und das ist in der Symbolik, in allen Mythologien. Das ist es aber. Es geht nicht um Filmwisserei. Es geht um Selbstdisziplinierung. Die Selbstdisziplinierung, dass du der Herr wirst über dein eigenes Denken. Und das bist du nicht, wenn du wahllos was liest, aufgrund dieser Worte einer extrem einseitigen Auslegung und Interpretation dieser Worte, die eine Vorstellung in dir aufbaust, die dir ausdenkst und immer noch in dem Wahn lebst, du glaubst, es wäre da außen, auch wenn du nicht dran denkst und du hast mit diesen bösen Menschen, wie kann man bloß so sein, überhaupt nichts zu tun? Die sind doch so, wie du sie dir jetzt denkst. Hör dir das immer wieder an, diese Sätze. Wie oft passiert es in dir noch, dass du dich über irgendjemanden aufregst, der jetzt hundertprozentig sicher nur ein Gedanke von dir ist? Und da du das nicht bewusst weißt, dass das jetzt nur ein Gedanke ist, der von dir gedacht wird, ist dieser Gedanke eine Illusion. Es ist keine Illusion mehr, wenn du jetzt genau weißt, was jetzt da ist, ein Gedanke, den ich denke. Und dann mache ich mir Gedanken, warum denke ich mir den so? Ja, meine Erfahrung, ich habe das doch erlebt, ich habe das gesehen. Das sind schon wieder... Wir haben unsere 16 Seiten. Ich sage immer wieder, könntest du beschwören, dass der oder der Politiker so ist, wie du ihn dir ausdenkst, oder äffst du bloß irgendwas einseitig Angelesenes nach? Mit dem Michael-Programm kannst du jetzt ganz klar beschwören, wie der Udo ist, weil du jahrelang mit ihm fast täglich zusammen warst. Ich kann immer wieder bloß sagen, jeder, der den Udo persönlich kennt und über lange Zeit mit dem Udo zu tun hatte, der würde niemals das behaupten, was ein Udo behauptet. Er reimt sich da was zusammen, weil es ihm zuwider ist. Und jetzt springe ich, das ist auch der Petrus, dieser der Petra-Brief. Anschauung, Cinema Paradiso, glaube ich, heißt diese Selbstgespräche, sind diese zwei Sätze mit den Schriften mit drin. Was ich angeblich alles mache oder was es ist und wie gescheit oder hol ich ja bin. Der Dilettant Betscher war da immer die Sache. Das ist schon rein, würde er einmal sich die Mühe machen, wirklich die Offenbarungen, diese 20.000 Seiten zu lesen, ob man dann noch von Dilettant reden kann, ist eine andere Frage. Und ich sage ja immer wieder, die meisten sehen ja schon das Christuszeichen von ihnen und sagen sie, das ist eine religiöse Spinnerei. Ich behaupte nicht, dass ich der Christus bin. Ich behaupte, dass ich ein Gedanke von dir bin. Du rotes Ich bist wesentlich mehr dieser JCH wie der blaue Gedanke Udo Petscher. Das sind all diese Vorurteile, dieses, du lebst in Vorurteilen, du teilst dich selber, du zerteilst dich mit geistlosen GF in einem tiefen, angeblich hundertprozentig sicheren Glauben, einem wahren Glauben, einer Beschwörungskunst, die du nur auf Meineide aufbaust. Und das ist die Quelle von Leid, wenn du Geist bist. Wenn es jetzt wirklich nur eine KI ist wie in einem Videospiel, da kann man dann ein Ballerspiel machen, einen Ego-Shooter, dann halten wir die Egos einfach ab. Ist jetzt ein Ego-Shooter eigentlich was Negatives? Magst du schon wieder eine, die sagen, Ego-Shooter sind so hässlich? Ich sage, du musst der erste Ego-Shooter werden. Das ist wie wenn ich sage, ich betreibe mit Holofeeling eine absolut göttliche, geistreiche Gehirnwäsche. Jetzt, was denkst du von einer Sekte, wenn du sagst, Holofeeling ist eine Sekte? Das ist ja Gehirnwäsche. Ich sage, was ist an einer Wäsche eigentlich was Schlimmes? Dein Gehirn ist total verdreckt, generiere Ecken, wo du dich reinlenkst in Einseitigkeiten. Wieso wäschst du eigentlich was? Wieso wäschst du deine Car-Light um? Das Kleid. Du wäschst, weil du das Leid draußen haben willst. Darum wäscht man doch das Kleid. Oder die Hose. Hose ist Haser. Das Schöne im Fränkischen übrigens, es gibt keine Zufälle. Franken ist die Sprache, wo die Hasen Hosen und die Hosen Hosen haben. Reines Fränkisch, lass es auf dich wirken. Wo die Hasen Hosen und die Hosen Hosen haben. Ich habe als Kind immer gesagt, Mutter, wo ist denn meine Hosen? Und mein Stiefvater ist auf die Jagd gegangen und da hat es gesagt, wie viele Hosen habt ihr denn geschossen? Wie viele Hosen habt ihr geschossen? Das sind nämlich die Hasen. Jetzt wissen wir aber, dass Hase ja der Dachtraum ist. Und er muss gewaschen werden. Die Hosen müssen gewaschen werden, die Hasen. Das ist Sprache, auch die Dialekte. Ich könnte jetzt die anderen Dialekte genauso nehmen, Hessisch, egal was. Aber es wird zu vielfältig, weil du kannst, es gibt ja nichts, was du zerdacht hast, wo du jedes Einzelteil nicht noch mehr zerdenken kannst.
Es ist die Frage, zerdenken mir eigentlich ein Wort, wenn ich jetzt immer sage, du kannst aus einer Woche 400 Seiten buchen. Dann wird das eine Wort ja auch zerdacht. Wir können auch ein 1000-Seiten-Buch davon machen. Das Problem ist, das Wort ist ein Ordner und umso mehr ich aus dem Wort heraus generiere, umso mehr ist in dem Ordner drinnen. Das ist eine Art von Zerdenken. Aber ich kann ja erst wissen, was ein Wort bedeutet, wenn ich was in der Kiste drin ist. Weil wenn ich jetzt nicht weiß, ich sage jetzt zum Beispiel abstraktes Wort Küche und ich weiß eigentlich nicht, was da drin ist, weiß ich ja nicht, was das Wort Küche bedeutet. Es ist zuerst einmal ein abgeschlossener Raum, der auch offen sein kann, in dem schwerpunktmäßig gekocht wird mit allem, was dazugehört. Also brauche ich einen Herd, ich brauche Töpfe, ich brauche eine Feuerstelle, jetzt im Modernen einen Kühlschrank, um Sachen zu halten. Das ist, jetzt zerdenke ich aber das Wort Küche. Das ist jetzt was Negatives, ich muss das nur einmal machen, bis ich weiß, was Küche bedeutet und dann muss ich das nochmal zerdenken. Aber das Chat. Dann ist es ein Chat. Das ist das Ja, auf das ich immer hinspreche. Kannst du Deutsch lesen und schreiben und du sagst Ja. Kannst du Fahrersprache? Dann kannst du auch Ja sagen, weil das ist nicht viel Wisserei. Ich sage immer wieder, es geht ums Prinzip. Dieses Prinzip, wie ich ein Wort dann wirklich einmal mir genauer anschauen kann. Und dann muss ich in die Welt der Metaphorik und in der Symbolik reingehen. Und mit Vorurteilen kommst du da überhaupt nicht weiter. Und es bleibt halt Gedanken. Ich kann, jetzt kommt der elementare Aussage. Das wird niemals irgendeine Information von dir verstehen. Das heißt, niemals irgendein ausgedachter Mensch. Du musst jetzt in dem Glauben, dass du, ich bin ja dieser Mensch, querstrich Körper blau gelesen, musst du wissen, das habe ich bisher geglaubt und beschworen, blau gelesen. Eine Meinheit geschworen. In Wirklichkeit bin ich ja der, der sich den ausdenkt. Genau. Da bin ich auch. Und du weißt, ich sage jetzt dazu, und der bin ich auch nicht, weil der ist jetzt auch was Ausgedachtes. Ich bin etwas, was ich nicht in die Existenz heben kann, ohne mich dabei zu etwas zu machen, zu was Vergänglichen zu machen. Ich kann jetzt nichts sagen, ohne dass ich zerstört werde, weil mich kann man nicht, nichts kann man nicht zerstören. Das absolute Rote, nichts kann nicht zerstört werden. Du willst doch ewig leben, oder? Es würde nicht gelingen, solange du dich mit einem existierenden Körper verwechselst und den ständig wiederholst. Jetzt hör dir das Selbstgespräch nochmal an, was ich gesagt habe, du machst dich an deinem Körper fest. Und der zerrinnt dir, der verwandelt sich in ganz kleinen Etappen trotzdem. Vom Säugling bis zum Greis. Und jetzt kommt die panische Angst, dass ich meine, mein Leben ist davon abhängig, dass ich diesen Körper habe, weil ich bin ja dieser Körper. Nein, das bist du eben nicht. Du bist ein träumender Geist. Diese abstrakte Vorstellung von sich selber ist dann für jeden Traum, du bist dann immer derselbe träumende Geist, hast aber jedes Mal, was du jetzt austauschst, dieses Programm wie ein Computer. Darum sage ich immer, du bist der Computer und du kannst dann die Programme austauschen und da gibt es unendlich viele Programme aus dem Internet. Das ist jetzt übrigens dieser sogenannte Riesenunterschied, wenn ich jetzt zurückblätter, ich mache mal in meinem Buch, wie ich ein Kind war bei unserem ersten Fernseher, da ist erst dessen, hat es ein zweites Programm gegeben. Und mehr war nicht. Als Kind. Nur zwei. Dann sind die Dritten dazugekommen. Plötzlich sind dann die Privaten dazugekommen. Was ist jetzt mit den Streaming-Diensten? Was willst du eigentlich noch anschauen? Plus Internet und die ganzen Internetportale, wo du im Internet auch noch Filme anschauen kannst. Was willst du überhaupt noch anschauen? Du wirst zugeschissen mit einer Medienvielfalt, Vielwisserei. Das macht dich irgendwann einmal total körre. Und du schläferst dich ständig ein. Ich sage, Filme sind was ganz, ganz Wichtiges. Aber man muss die wie Märchengeschichten sehen und die Symbolik verstehen. Und dann gibt es ganz hochwertige Filme, wo ich immer wieder darauf hinweise, wenn du technisch orientiert bist, Inceptions, Nolan-Filme, Interstellar, dann Auftrag des Teufels, The Game. Die Welt spricht ja zu dir durch jede Kleinigkeit. Es gibt Märchenfilme, aber wo es hochwertige Filme gibt, gibt es natürlich unheimlich viele schlechte Filme. Aber das ist doch eine Frage des definierenden Geistes. Ich sage immer wieder, Qualität entsteht durch das Wertesystem des Beobachters. Auch die Qualität von Holofeeling, wenn du jetzt irgendwelche Mitmenschen einfach nur die erste Seite von der Holofeeling-Seite lesen lässt. Es ist einfach, die sehen alle dieselbe Seite. Und dann lass die einfach mal bewerten, was sie davon halten. Was hältst du davon? Und du wirst dich jetzt überraschen lassen.
Mit der Seite hat es nichts zu tun, sondern sehr, sehr viel mit dem Charakter, der das bewertet. Das gilt für übrigens für alles. Jetzt die Holofeeling-Seite ist austauschbar. Ich kann auf einen Zettel einfach nur einen Namen draufschreiben von einem Politiker, was hältst du davon? Und dann wird der dann vielleicht loslegen und dir erklären, was er davon hält. Es ist interessant, was der alles von ein paar Farbspritzer auf ein Stück Papier hält. Kann sich der Farbspritzer diese Buchstaben auf dem Papier dagegen wehren? Dass der, der das jetzt sich denkt, ausdenkt und anschaut, dass der aus diesen Farbspritzern diese Vorstellung macht? Und ich kann dich immer nur bitten, mach dir bewusst, das, was ich jetzt erzähle, ist kein Geschwätz. Es ist ganz einfach und hundertprozentig sicher, jeder 13-Jährige, wenn er neugierig ist, kann das komplett nachvollziehen. Und jetzt kommt wieder das Nächste, ich werde dir beweisen, wenn du diese Grundlage nicht legst, geh zu den Weisesten deiner Welt, egal ob das Professoren, religiöse Theologen sind, ob das Physiker sind, ob das Philosophen sind. Wenn sie diesen ersten Einstieg, was ich dich darauf hinweise, nicht haben, wirst du extrem unterschiedliche Meinungen kriegen und jeder denkt sich dann was aus aufgrund der Worte und meint, es ist da außen und es ist genauso, wie er sich's denkt. Als wenn sich ein Gedanke von dir raussuchen könnte, wie er von dir gedacht wird. Und wenn jetzt da bei diesen ausgedachten Menschen wieder ein Geist ist, nicht nur eine KI, immer an GDA denken mit dem Männchen. Der wird bis in alle Ewigkeit leiden, bis er anfängt, sich zu interessieren, wie funktioniere ich eigentlich. Und da gibt es nichts in deiner Welt, was dir das so präzise erklärt wie Holofeeling. Ja. Sonst noch Fragen? Das ist übrigens das Interessante, fällt mir jetzt gerade ein, weil es mir in den Sinn kommt, weil der Ugo dann kritisiert, dass ich der Ariane was frage und sie dann eigentlich die Antwort nicht weiß. Die Schwierigkeit ist das Prinzip auch bei der Ariane. Ich sage, die Antworten sind eigentlich schon da, wenn du im Jetzt bist. Dass ich doch kurz vorher darauf hingewiesen habe, die Sache, ein Auto hält, lässt die Scheibe runter und fragt, können Sie mir sagen, wo da, was weiß ich, der Bahnhof ist? Wenn ich jetzt die Ariane was frage oder irgendjemand was frage, müsst ihr eigentlich nur schauen, was jetzt da ist. Man erwartet irgendwie eine ganz besondere Antwort. Das steckt eigentlich schon mit drin, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Du machst dir Gedanken und dann sagst du, das geht nicht. Weil du was Besonderes willst. Würdest du genau das machen, was ich sage, zeichne ein Quadrat und jetzt hast du natürlich ein Problem. Jetzt müsstest du fragen, wo soll ich die 3 Striche hinmachen? Nein, du fängst nicht an zu zeichnen, weil irgendwas in dir drin ist, das sagt, ich kann kein Quadrat mit 3 Strichen zeichnen. Ich sage, das ist ja logisch, wenn du das jetzt auf das Quadrat beziehst, Quadra heißt 4, weiß doch jedes Kind, dass ein Quadrat aus 4 Strichen besteht. Es verlangt ja keiner, dass du ein Quadrat, das aus 3 Strichen bezieht, zeichnen sollst, und dann sagst du, das geht nicht. Kann man ein Quadrat, eine Quadratfläche, die aus 3 Strichen besteht, zeichnen? Dann machen manche einen Trick, dass sie ans Rand, an Papier hingehen und das da machen. Na, so ist es trotzdem offen. Aber man verkopft sich jetzt, und das ist ein wunderschönes Beispiel, dein ganzes Denken ist so verkopft, so unendlich verkompliziert. Und es ist doch vom Tisch, wenn ich mir jetzt erst einmal bewusst mache, ich weiß, alles, was ich wahrnehme, ist meine Information. Ist es jetzt eine feinstoffliche Information oder sind nicht wahrgenommene Information? Das ist einmal die erste Unterscheidung. Wenn ich weiß, das, was jetzt als Information vorliegt, ist nur ein Gedanke, dann ist es auch keine Illusion, weil ich sehe genau das, was jetzt da ist. Ein Gedanke. Und wenn ich weiß, es ist eine sinnlich wahrgenommene Information, dann ist es auch in Ordnung, dann ist es auch keine Illusion. Ja. Das ist immer die alten Sätze. Bezweifle niemals das Erscheinungsphänomen Materie. Es ist eine sinnlich wahrgenommene Information. Wenn du jetzt als sinnlich wahrgenommene Information eine Tasse Kaffee vor dir siehst, in einer gewissen Entfernung vor dir, dann ist die da, du kannst die anfassen, die ist hart, die ist schwer, die ist heiß, wenn da heißer Kaffee drin ist. Das sind alles sinnlich wahrgenommene Gefühle. Und die sind doch jetzt. Also ist das auch keine Illusion. Und jetzt sage ich dann immer wieder, genau eine einseitige Aussage dann doch wieder, weil ich ja das nur auf der Farbbrille sehe. Ja.
Und dann habe ich doch wieder ein Pixelarrangement. Aber das weißt du ja noch nicht und dann ist es keine. Wenn ich aber das auf einem Monitor sehe oder auf einem Fernseher sehe oder als Bild auf einer Zeitung sehe, dann ist die materielle sinnlich wahrgenommene Information der Monitor und der Fetzen Papier und nicht die Farbe auf dem Papier, auf der Fotografie oder die Lämpchen auf dem Monitor. Das ist nur Genauigkeit. Hodo-Feeling ist nur unheimlich genau. Und genau sich dessen bewusst zu werden, was jetzt da ist, ist ein Akt der Bewusstwerdung. Aber ich sehe halt immer nur meine Interpretationen und das ist jetzt wieder die Ursache, es ist Programm, meine KI, mein Schwamminhalt, wie ich das nenne. Auch deine Gefühle für richtig und verkehrt, für schön und hässlich. Das ist immer vor Jahren immer drauf rumgeritten, wenn Menschen meinen, sie hätten eine eigene Meinung. Es ist so ohne in einer Selbstbeobachtung, was du meinst, was bin ich für eine erbärmliche Figur? Nur weil mir was logisch erscheint, hier zu glauben, das ist die einzige Vorstellung von Logik, das ist richtig. Und dann nützt dir nichts, wenn du dir einen Lautsprecher Udo anhörst, der dann immer wieder sagt, jede Art von Logik, jede Art von Glauben, die im Widerspruch zu einem anderen Glauben steht, ist zwangsläufig unvollkommen. Jede Kritik an jemanden sagt nichts aus über das, was man kritisiert. Und da kann der kleine Trick, ich sage immer wieder, ich kritisiere überhaupt nicht, ich beschreibe wertfrei und weise dich auf die Einseitigkeiten hin. Das ist keine Kritik. Ich drohe nicht, wenn ich zu dir sage, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst, dich für das zu interessieren, was du selbst rotgeschrieben bist. Es ist keine Drohung, sondern eine Warnung. Und jetzt wirst du merken, dass diese vielgeliebte Freiheit auch zwei Seiten hat. Sie ist nämlich mit Verantwortung verbunden. Du musst all das, was du dir einseitig ausdenkst, auch selbst verantworten. Das ist das, wo ich sage, du bist der Richter, der über alles und jeden bestimmt, aber deine einseitigen Richtersprüche vollstrecke ich an dem, der du selbst bist. Und solange du chronologisch denkst, hast du immer wieder dieses, das ist der Jakob, der zu Israel wird. Dieses Ischrael. Isch ist ja, schreibt sich ja eigentlich, Israel schreibt sich Isch. Ein gestaltgewordenes Rael. Das kann man spielen jetzt mit real. Dieses Ich wird jetzt real. Das ist dann auch die Juden. Da ist es ja schön, es kommt mit Bildchen hier, kommen jetzt gerade in den Sinn, dass wenn du jetzt religiöse Menschen siehst, die alle ihre Uniformen anhaben, da heißt es dann hier, die Juden beten eine Mauer an. Das ist, wenn du die an der Klagemauer stehen siehst. Die beten eine Mauer an, wenn hier so die Ultraorthodoxen hier sie ihren Hospitalismus vor der Klagemauer machen. Die Buddhisten beten den Boden an, wenn sie so niedergekniet murmeln und in den Boden reinschauen. Und die Christen beten die Decke an, wenn sie mal so dastehen in ihren Kirchen. Ist immer was Ausgedachtes. Ja. Warum betest du den Gott nicht an, der in dir drin ist, der du letzten Endes selbst bist? Jetzt ist immer das Beten, ist Bitten. Beten, bitten. Und das ist immer Unvollkommenheit. Das hast du ja auch für irgendwas zu beten. Weil du bittest um etwas, was ja schon in dir drin ist. Weil du immer noch in dem Wahn lebst, dass das Besitzen bedeutet, dass du was vor dich hinstellst. Dir was ausdenkst, dass du es hast. Hassen ist trennen. Dann besitzt du es nicht mehr, dann ist es eine Vorstellung. Besitzen tust du es, wenn du eins damit bist. Jetzt sind wir Besitz. Meine ich der polare Sitz oder im? B, die Vorsilbe B rot gelesen heißt der im. In dem, der da sitzt, aus dem alles entsteht, in Bewegung gesetzt wird. Das können nur ständig wechselnde Bilder im Hier und Jetzt sein. Wir haben nämlich eine transversale Veränderung, die nichts mit chronologischer Zeit zu tun hat. Und ich behaupte jetzt wieder, das sind einfache Worte, ein neugieriger 13-Jähriger kann das komplett nachvollziehen, wenn er den Gedankengang mitgeht. Das ist aber nicht der Fall, wenn sich ständig das eigene Ego einmischt und dir erklärt, das stimmt nicht. Das ist die Geschichte vom Ersten und vom Zweiten. Der Erste behauptet das, was du sofort auf der Stelle überprüfen kannst. Und der Zweite glaubt an Sachen, das sind die religiösen Menschen, die naturwissenschaftlich weltlich geprägten Menschen. Gehört auch die Esoterik dazu. Auch wenn die Sätze, wo sie sprechen, es gibt ja nur ein ewiges Hier und Jetzt. Ich sage, wenn du das wirklich verstanden hast, dann was machst du das dann eigentlich? Warum machst du das, was du machst?
Jetzt ist immer die Frage, wenn sich eine hinsetzen, klären die wirklich die Menschen aus, die sie sich aufdenken? Das ist ja schon das Problem. Mhm. Möglichst viele Menschen aufklären. Menschen in Bezug auf Medien, auf Tode, auf sterbliche Säugetiere. Da beginnt der Unterschied mit Holofeeling. Ich erkläre das niemals an den Gedanken von mir. Ich erkläre es dem Geist, der mich jetzt ausdenkt. Ich bin das Säugetier. Ja. Der hier. Ist das ein Säugetier? Nee. Das ist ein Pixelmännchen. Schau einfach hin. Darum geht's. Mach dir jeden Moment bewusst, was da ist und was du dir darüber hinaus ausdenkst. Das ist Welt. WLD. Ein polarer Rand. Brandopfer. Die du von Augenblick für jeden Augenblick musst du für einen neuen Augenblick wieder opfern. Das Opfer führt uns zum Korban, Hebräisch. Korban. Und Kareb heißt auch nahe sein, Inneres, nahe sein, nah nähen, zusammennähen. Und jetzt sind wir hier. Mhm. Himmel und Erde. Eigentlich El Hayom und das, was drüber ist. Und das sind jetzt unsere Gedanken. Und du merkst jetzt die symbolischen Bilder, das ist eine komplett andere Qualität, eine ganz andere geistige Stufe, wie wenn du jetzt ganz rudimentär, grob gerastet in Traumpsychologie reingehst oder in psychologischen Bilderklärungen. Da ist dieses Prinzip oder in metaphorischen Auslegungen von Märchen, dass man sagt, die Metaphern sind wichtig. Das ist ganz rudimentär eine Erkenntnis. Bei Holofeeling wird es reine Physik mit Zahlen, ich erzähle dir etwas, mit Formeln, wo plötzlich überall Formeln und physikalische Formeln drinstecken. Hammer, ja. Göttlich, nenn es göttlich. Göttlich. Hammer ist auch nicht schlecht, aber göttlich. Göttlich. Okay, lassen wir es gut sein. Okay. Mal nicht wieder so ausufern. Gibt es sonst noch was Wichtiges? Fragen? Alles perfekt, Udo. Das ist es. Jetzt kannst du es nochmal auf dich wirken lassen. Und dann schauen wir mal, wie das ist. Der große Zauberer. Wir lassen uns jetzt wieder ganz definitiv reinfallen in das schwarze Loch. So machen wir das.